Hallo aus Palma de Mallorca, heute mal auf dem anderen Markt. Das hier ist der Markt Peregarau. Das ist mal ein Markt im Gegensatz zum Plaza Olivar, der nicht so touristisch ist. Hier ist wirklich mehr einheimisch. Hier sind dann auch die lokalen Bauern aus der Umgebung, die hier wirklich herfahren, ihr Obst verkaufen. Der Gemüsemarkt ist immer am Dienstag, Donnerstag und Samstag. Die Markthalle hingegen, die ist jeden Tag offen. Aber es ist, wie gesagt, hier lang nicht so touristisch wie am Mercado Olivar. Also hier sind vorwiegend Einheimische, Leute, die hier leben, die hier wohnen, die hier ihr Gemüse shoppen und wie gesagt dreimal die Woche. Und ich zeige euch halt mal ein bisschen hier, wie es hier aussieht. Wer wirklich mal auf einen Lokalmarkt möchte, wo einfach wirklich die Bauern hier vor Ort selber da sind und verkaufen, kann einfach mal nach Peregarau kommen. Hier ist zum Beispiel ein Stand aus Horeres. Ich bin heute auch mit Freunden, wir gehen jetzt gleich mal in die Markthalle rein. So, hier gibt es gerade Mandarinen. Genau. Genau. Jetzt geht es mal in die Fischhalle. Hier gibt es frischen Fisch. Wie gesagt, die Halle hier ist jeden Tag auf. Allerdings ist montags wie überall die Fischhalle geschlossen. Also montags gibt es keinen Fisch. Hier ist auch ganz gut was los. Ne? Gut Bewegung. Ja, wer Fisch mag, der findet hier schöne Sachen. Jakobsmuscheln. Ja. Richtig Bewegung hier drin. Aber wer Lust hat auf Fisch, der findet hier einiges und kriegt Hunger. Ah, fein, fein. Wer einen Fischstand aufmachen möchte, der kann hier mieten. Da ist zu vermieten, da kann man einen Fischstand
eröffnen. Also wer Lust hat, Fisch zu verkaufen. Hier, wenn du Lust hast, Fisch zu verkaufen, kannst du hier mieten. Ja. Fleischhalle. Definitiv kein Platz hier für Veganer. Plato Aldia, da kann man sich sein Tagesessen holen. Typisch hier. Viele Hausmamas kochen gar nicht, die lassen sich einfach das Essen zubereiten und kaufen. Und hier sind wir wieder draußen. Gibt aber parallel nochmal einen Gang, nochmal eine Halle, oder? Zwei. So, einmal durch die Fischhalle und Fleischhalle durch. Und hier gibt es dann wieder den Bauernmarkt, Obst und Gemüse. Dann sieht das Feld wie auf der anderen Seite, nur mit anderen Bauern. Ah, hier gibt es Schnecken. Etwas kleiner als unsere Weinbergschnecken. Caracole. Hm? Das dürfte Aloe Vera sein. Ja. Du kannst es schälen, da kannst du das Filet schneiden, da kannst du das Mark rausmachen. Ja. Schmeckt zwar relativ. Ja, eigentlich fast nach gar nichts. Also wenn du so ein Aloe wäscht, fast nach gar nichts. Okay. Aber du kannst natürlich, wie gesagt, die schälen und innen drin das Mark rausmachen oder dir auf die Wunden legen. Wird auch sehr gern gemacht. Ja. So, hier haben wir. Eingelegtes. Buenas, ¿qué tal? Boquerones, kleine Sardinen in Olivenöl. Ah, hier gibt es alles fürs Tier. Vogelkäfige, Vogelfutter. Also kannst du eigentlich wirklich einkaufen gehen und findest wirklich alles. Bäckerei. Das ist also wirklich eine Markthalle. Mitten in Palma, Peregarau-Viertel, ja, wo komplett die Anwohner ihren täglichen Bedarf hier decken können. Die Cerveceria gibt es natürlich auch. Ist klar. Ja, wir sind ein bisschen spät, hier ist noch alles ausverkauft. Ein Kubaner ist das, okay. Ein kubanischer Laden, gibt es halt auch Bier, Tapas. Kann man hier auch vor Ort was essen, wie in Allmarkthallen. Ah, da gibt es Pizza. Halloween kommt bald, da sind die Halloween-Kürbisse zum Ausschneiden und zum Schnitzen. Nächste Bar hier in Peregarau mit dem typisch mallorquinischen Zungenmuster Lengua als Tapete hier. Da gibt es ein bisschen asiatisch, chinesisch, genau. Sushi. Sushi und chinesische oder asiatische Empanadas. Hier sind wir jetzt bei den Schinken. Wo sind wir bei den Schinken? Hier links. Ah ja, genau, richtig. Ja, so Brasada. Das, was wir euch auch immer mitschicken, wenn wir Weintastings machen. So Brasada, Schinken. Schön brav mit Nummer ziehen. Hier gibt es alles mit Nüssen. Messer schärfer. Ah, hier, wer einen neuen Schlüssel braucht. Hier können alle Schüssel nachgemacht werden. Also es ist wirklich, wirklich alles da. Und wir
sind jetzt auch gleich dann nochmal hier. So, dann gehen wir gerade mal raus. Noch eine Bar. Da werden wir uns jetzt auch gleich mal was genehmigen und eine Kleinigkeit. Wir werden Tapas essen. Hier sind wir zeitlich vom Mercat Perregarau. Gut, hier gibt es jetzt was, man kann es mögen oder auch nicht mögen. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber es ist halt nun mal so, es gibt es ja. Hier haben wir Tauben. Also hier wird auch lebend Tiere verkauft. Ja, Wachteln daneben, Hasen, Kaninchen, Vögel. Ja. Ja. Kanarienvögel. Wie gesagt, man kann es mögen oder nicht mögen, aber hier auf dem Markt, genauso wie auf anderen Bauernmärkten, gibt es halt auch noch Lebendtiere zu kaufen. Jetzt sind wir, wie gesagt, hier wieder am Ende. Blumenmarkt. Hier noch ein paar Bilder und dann verabschiede ich mich auch von euch. Denkt dran, unseren Kanal zu abonnieren. Dann bekommt ihr immer Infos, wenn wir wieder ein neues Video haben. Danke fürs Zuschauen. Gebt uns einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben. Ciao. Und hier jetzt raus aus dem... raus aus dem Mercat Perregarau sind wir hier im Laden. Hier gibt es ganzes Jahr Churrerias. Das ist ja so ein spanisches, mallorquinisches Schmalzgebäck. Da trinken wir so ein kurzes Käffchen.